Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tomb Raider. Ich bin Marv und ich bin jetzt irgendwie komplett resettet worden, oder? Ist das Ding schon wieder unten? Ich glaube, wir müssen die ganze Sache nochmal machen. Der hat jetzt nur hier unten gespeichert. Ich glaube jetzt auch, wie es zu wissen, wie es geht, weil da oben hatte ich das letzte Mal irgendwie so eine Holzwand aufgeschossen. Und eigentlich ging das ganz gut. Aber ich bin da halt nicht durchgesprungen. Hab da ja immer das Loch gesucht, wo ich durch muss, damit ich dann da irgendwie weiterkomme. Aber irgendwie habe ich das einfach nicht richtig gemacht, glaube ich. Daran lag's. So, die Tür machen wir mal auf. Wenn ich jetzt nichts Großartiges mehr mache, wird das leider auch nicht gespeichert. Seht ihr das da oben? Da ist die Tür. Und da muss ich irgendwie hin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt einfach den weiter oben einfach mal drücken muss, um dahin zu kommen. Schauen wir mal. Kann ich da auch einfach, vielleicht einfach so? Nein, das geht nicht. Shit. Ja, aber da muss ich irgendwie durch. Ich glaube, ich werde den jetzt einfach mal hochrufen, den Fahrstuhl. In der Hoffnung, dass das dann so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ruf den jetzt hoch, geh dann dahin. Und werde dann einfach irgendwie, während der hochfährt, der ist ja doch relativ langsam unterwegs, da drauf springen. Der Fahrstuhl wird dann mit mir hochfahren und mich dann da einfach absetzen. Dann springe ich da einfach durch, das sollte eigentlich kein Problem sein. Den mache ich auf, nur für den Fall der Fälle. Ich glaube auch wirklich, dass ich einfach noch ein Stockwerk höher muss, damit ich auf das Ding raufspringen kann rechtzeitig und dann da noch hinkommen. Vielleicht kann ich einfach dann noch ein Stockwerk runterlaufen. Ob das zeitlich sich ausgeht? Das ginge sogar. Komm schon. So und... Ja, okay. So, now we're talking. Genau so stelle ich mir das vor. Kann ich nämlich genau hier lang klettern. Und das ist die Stelle, wo ich letztes Mal nicht hingekommen bin. So, jetzt können wir den hier lösen. Na komm. Guten Flug. Jetzt kommen wir auch unten hin. Ich glaube, das hat funktioniert. Und ich glaube auch. So, jetzt müssen wir hier runter. Das hat auch ganz gut geklappt. Ich bin beim letzten Mal wirklich nicht drauf gekommen. Ich habe gesehen, dass ich das aufgeschossen habe und alles, aber nicht, dass ich da oder wie ich da jetzt am besten wirklich durchkomme. So, den mache ich einfach mal auf, so der Vollständigkeit halber. Jetzt müsste der hier irgendwann gleich wieder speichern. Eine gute Frage. Ich weiß, was ich hier mache. Diesen schönen Schrank auf. Aber ist doch klar, dass er da eigentlich das gehört haben muss, dass ich hier unterwegs bin, oder? Ja, da kommt schon einer. Special Agent Croft schlägt wieder zu. Zwei gezielte Schüsse und die Kollegen sind kein Problem mehr. Ich möchte doch mal wissen, wann ich endlich meine zweite Pistole bekomme. Ob ich die überhaupt hier noch in dem Let's Play bekommen werde? Wahrscheinlich habe ich die irgendwo liegen lassen. Irgendwo übersehen. Ich hätte ganz Zeit schon damit rumspielen können, aber nö. Mr. Marv macht alles, nur nicht das, wo er hin muss. Karte aktualisiert. Belohnungsorte. Da wäre auch noch was. Gut, aber 100% hatte ich ja gesagt, will ich nicht unbedingt machen.
Vielleicht mache ich das hinterher noch einfach mal. Oh, was geht ab? Einfach mal so für mich. Okay, hier ist es. Tja, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier machen müssen. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Ritueller Selbstmord. Es ist wunderschön. Und noch scharf. Oh cool, habe ich jetzt ein Schwert? Nimmst du es mit? Oder auch nicht. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Gute Frage. Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Ja, dann los. Ich will mich jetzt nicht mit allen anlegen. Oh, fuck. So viel dazu. Shit! Welche? Die normalen Gegner oder nicht? Oh nein! So. Sehen aus wie die Special Krieger hier. Das Ding weg hier. Schnell nachladen. Ja, den kannst du behalten. Was? Der geht nochmal auf. Shit! Oh, wie viele denn noch bitte? Explodierten die nicht? Oder macht nichts Sinnvolles? So, jetzt habe ich keine Munition mehr. Dann müssen wir jetzt wieder unsere Pistolen-Skills auspacken. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Schnell looten, bevor nächste kommen. Waffe durchladen. Wo lag er? Da? Habe ich den hier nicht irgendwie erledigt? Ich glaube, meine Granate, die ich geworfen habe, die ist einfach irgendwie direkt ins Wasser geflogen und ist dann dort verpufft. Plopp. Granaten? Nein, ich habe hier keine Granaten gesehen.
Hier ist doch auch schon wieder irgendwas Tricky Trickster-mäßiges, oder? Pfeile brauche ich keine. Kann ich hier vielleicht hoch? Das sieht da so nur so aus, als ob ich da noch irgendwas erkunden könnte. Oder da irgendwo hoch und lang klettern. Aber das würde mir wahrscheinlich angezeigt werden. Beschränken wir uns einfach mal hier auf den Hauptweg. Oh, wie viele hier liegen. So, und den auch noch. Alles am Brennen. So, ich bin aber lieber mit der Pistole unterwegs. Oh, fuck! Oh, das ging ja nochmal gut. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange das Spiel noch geht. Hauptbildschirm stand irgendwas von 64%. Aber wir haben ja doch eine ganze Menge Folgen jetzt schon zusammen. So viel wird da, glaube ich, nicht mehr kommen. Die Details an Lara finde ich immer wieder gut. Lara, wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt, nein. Ich muss sofort zurück. Wir sind ja quasi schon da, Miss Croft. Quasi. Ich hoffe nur, das ist der richtige Weg. Schauen wir mal meine... Oh, was war das denn bitte? Das war jetzt überhaupt nichts. Manchmal hat er nicht so den richtigen Magnetismus in den Händen, um dieses automatische "Ich halte mich jetzt hier an dem Seil fest" Ding abzuziehen. Ihr habt wirklich keine Wahl. Achtung, die sind am Pier! Feuer! Feuer! Durchhalten, Leute, ich muss hier noch looten. Das Boot gehört mir, ihr Hurensöhne! Na, die geht ja ab. Verdammt sein, wenn ich das Ding aufgebe! So. Gib ihm. Boah, wow. Was haben die Raketenwerfer? Von wo kamen die denn? Oh, die hat sie richtig erwischt. Du bist verletzt. Aber sie lebt. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast aber... doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Das will ich gehört haben. So haben wir noch eine Chance. Okay, Lara.
bereit bist, geh einfach an Bord. Ja, aber wie das abgeht, was jetzt hier gleich auf uns zukommt und wie wir jetzt die nächste Folge von Tomb Raider bestreiten, sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, Servus, euer Marv.